Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Sawyer und Dozer mit einem neuen Showcase für euch. Und zwar geht es diesmal um zwei neue Karrieren, die in der 3.0 mit dazukommen sollen. Und zwar Söldner und Kopfgeldjäger. Ja, sehr beliebt unter euch. Viele interessieren sich schon für diesen Job. Und Star Citizen selbst legt auch die beiden Karrieren eben wirklich als zentralen Bestandteil an. Da beide sich so im privaten Sicherheitssektor befinden, haben wir sie auch zusammengefasst. Und wir sagen auch gleich dazu, die Leute, die viel Spekulationen hören möchten, gerne weitergucken. Die anderen wartet ansonsten, bis die Design-Posts kommen. Wir tragen wirklich nur Developer-Aussagen jetzt zusammen. Viele, sagen wir, verbriefte Informationen gibt es jetzt noch nicht. Kann es auch noch nicht geben, halt, weil, wie gesagt, es gibt halt eben die Überlegung, jetzt halt eben erstmal nur, dass halt zu 3.0 diese Karrieren kommen. Da wird es halt eben noch Posts zu geben, aber wir fangen jetzt trotzdem schon mal an, weil, was man sicherlich sagen kann, gut, privater Sicherheitssektor ist jetzt halt auch so ein bisschen Definitionssache. Sagen wir mal, privater Sicherheitsdienstleister trifft es vielleicht ein bisschen eher. Es ist halt nur natürlich auch so, dass diese Karrieren halt sehr, also sich großer Beliebtheit oder Interesse erfreuen, weil sie werden sicherlich lukrativ sein. Allerdings ist es halt nun mal auch so, dass das halt eben auch wieder halt so zwei Seiten hat. Und zwar, auf welcher Seite des Gesetzes bewege ich mich denn? Ja, genau. Das werdet ihr nämlich da insbesondere entscheiden müssen für euch selbst, wenn ihr das anstrebt. Und wir kommen damit auch gleich zur Mechanik. Also, wie du schon andeutest, lukrativ werden die Karrieren sicherlich, aber vor allem natürlich für Leute, die kampfinteressiert sind. Das heißt, in fast jeder Mission werdet ihr, egal ob ihr Söldner seid oder ob ihr Kopfgeldjäger seid, mit irgendeiner Art von Kampf konfrontiert werden. Söldner natürlich bei Escortdienstleistern, wenn ihr überfallen werdet. Und naja, bei Kopfgeldjägern, die seltensten Opfer quasi werden sich selbst so hinstellen und sagen, also, komm, nimm mich mit, ich habe einen Fetisch. Also, naja, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Also ihr seht halt schon, diese Nummer ist auf jeden Fall für Leute gedacht, die halt Bock auf Schießen und auf Beschossen werden haben. Ja. Und insofern wird es natürlich halt lukrativ werden, aber halt eben höchstwahrscheinlich auch teuer. Ja. Und grundsätzlich bei Söldnern kann man also sagen, ja, was wird am Anfang passieren in der Alpha 3.0? Großteilig der Aufgaben werden Escort-Missionen sein. NPCs werden Escort-Missionen ausschreiben, also Geleitschutz für Transporte. Natürlich können auch Sicherheitslokale, wollte ich sagen, lokale Sicherheitsdienstleister oder Sicherheitsdienste an sich von den Behörden, können auch Patrouillenrouten ausgeben, dass ihr halt bestimmte Dinge patrouillieren sollt, als eben deren Subunternehmer. Und Spieler können natürlich dann auch irgendwann Transporte oder ähnliches von euch als Söldner beschützen lassen. Was ich sehr spannend finde, ist natürlich der Fakt, dass auch Spieler Orgas sich euch irgendwann wirklich als militärischen Arm anheuern können als Söldner. Ne? Ja, oder halt eben als das bisschen extra Feuerkraft, was man sich eben dazu bucht, wenn man halt selber nicht genügend Leute hat und man sich entweder gerade halt mit einer fremden Orga behakt, die behaken mich oder ich will die behaken, merke aber, könnte knapp werden, also ich buche mir nochmal 30 Leute dazu, dann klappt es auf jeden Fall. Richtig. Da ist dann auch die Grenze wirklich zum Kopfgeldjäger-Dasein, kann da sehr verschwimmen. Jetzt aktuell in der Alpha, weiß man schon, Crusader Security schreibt gerne den Public Enemy für alle gesetzestreuen Bürger als frei zum Abschuss aus und man kriegt auch Geld, wenn man den wirklich erledigt. Ja, ist halt auch schon wieder so ein bisschen shady eigentlich, wenn man sagt, aber gut, das ist halt eben natürlich halt so Stenten-System, halt so die Konzerne machen ihr eigenes Recht nach dem Motto, du hast ein Schiff, du hast Waffen, du hast eine Knarre, da ist er, schnapp ihn dir, kriegst Kohle dafür. Wird wahrscheinlich halt nicht immer so einfach laufen, aber natürlich halt wird es halt Public Enemy, also halt wirklich kriminelle NPCs geben, die halt eben dann die Security Forces halt eben hochgenommen gesehen haben möchten oder halt eben auch eventuell Spielercharaktere. Die, wenn ihr euch dann als Kopfgeldjäger aber spezialisieren wollt und sagt, okay, Gesöldner mache ich auch hin und wieder, aber vor allem Kopfgeldjagd soll es für mich werden, da wird es verschiedene Möglichkeiten geben. Und zwar einmal direkte Missionen, die ihr dann immer weiter schöner, lukrativer kriegt, je mehr Ruf ihr in dieser Sparte auch erhalten habt oder bei der Fraktion, wo ihr das dann kriegt. Also speziellen Auftrag, da ist einer, nimm den dir vor, schnapp ihn mir, bring ihn mir tot oder lebendig zurück. Und natürlich auch ein Most Wanted Board. Genau, für zum Beispiel NPC-Charaktere, aber auch für Spieler-Charaktere. Das wird dann halt unsere persönliche Bettlektüre wahrscheinlich werden. So, wer ist es denn morgen? Ah ja, hervorragend, den kenne ich. Ja.
Allerdings muss man halt dazu auch sagen, halt, wir haben schon mal im Piraterie-Showcase drüber gesprochen. Es ist natürlich so halt so, dass Reputation halt eben sehr wichtig ist und wir deswegen halt darauf achten müssen, halt so auf welcher Seite des Gesetzes wir uns bewegen. Weil natürlich ist es halt einfach so, als Söldner oder als Kopfgeldjäger bist du automatisch ein Grenzgänger. Das bedeutet, du bist weder richtig halt kriminell, noch bist du halt so richtig gesetzestreu. Ja. Je nachdem, welche Mission du dir halt eben so aussuchst, dementsprechend wirst du halt eben auf beiden Seiten möglicherweise nicht so wahnsinnig gerne gesehen sein. Ja, kann durchaus passieren, das liegt aber ganz an euch. Was vor allem für Kopfgeldjäger dann entscheidend wird, ist, müsst ihr nach eurem Auftrag die jeweilige Person tot oder lebendig einbringen oder ist es egal? Was eventuell deine Reputation halt auch beeinflusst, richtig. Wenn du halt denjenigen halt über den Haufen schießt, den du eigentlich lebendig abliefern musst. Genau. Um das zu tun, gibt es halt auch die entsprechenden Tools oder Schiffe, zum Beispiel die Cutlass Blue oder die Avenger Stalker, ja, die halt eben Arrestzellen haben, um diese Charaktere halt eben auch einzusperren. Wenn ich sie dann mit den Advocacy Tools, die ja, ich halt so mit der Cutlass Blue zusammen im Package bekommen habe, das heißt halt eben ein Schlagstock oder beziehungsweise ein Betäubungsschlagstock. Ein Taser-Schlagstock, ja, und halt Handschellen, ja, erstmal halt so schön praktisch verschnürt habe und sie in der Restzelle setze und dann kann ich sie halt irgendwo hinfliegen und da halt eben abliefern. Ja, und da gibt es dann wirklich noch eine große Lücke in der Mechanik, denn was ganz klar sein wird, ihr kriegt eine Mission, einen NPC einzufangen, den in die Arrestzelle zu packen und irgendwo abzuliefern, ist relativ selbsterklärend. Das macht ihr, wenn ihr es schafft, bleibt er in der Arrestzelle drin, ihr liefert den ab, Dankeschön aus und kriegt eure Kohle. Wie ist es aber mit Spielercharakteren, die ihr, wo ein Kopfgeld ausgesetzt ist, die ihr abliefern müsst? Da ist natürlich die Frage, will natürlich jetzt nicht 2 Wochen in der Arrestzelle von irgendwem rumsitzen. Ja, nee, du nicht. Ja, also wenn ich der Kopfgeldjäger bin, ist mir das relativ egal, wie lange der Typ jetzt da drin sitzt. Wenn ich aber der Typ bin, der in der Arrestzelle sitzt, könnte das mir so ein bisschen den Spielspaß versauen, ja, wenn der Typ dann halt so sagt, ah ja, fertig, ich fahre jetzt erstmal 2 Wochen in Urlaub. So, und dann ja, sitze ich da und denke mir halt so, ja, so 2 Quadratmeter, Genfer Konvention am Arsch. Außerdem ja, ist das irgendwie auch alles wahnsinnig unspannend. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, ich spiele jetzt irgendwas anderes. Ja. Das soll es natürlich nicht sein. Ja, da gibt es nur eine sehr vorläufige Ankündigung, wobei ich wirklich die in Anführungszeichen setzen würde, weil wir nicht wissen, wie das echte System irgendwann aussehen wird. Die vorläufige Ankündigung ist die, wenn ihr als Spieler gefangen genommen werdet und in so eine Arrestzelle kommt, dann werdet ihr ab einem gewissen Punkt ersetzt werden durch einen NPC. Das heißt, ihr als Spieler habt die Auswahl, dann wieder selber zu respawnen. Landet dann zum Beispiel auf einem Gefängnisplaneten, müsst euch da freikaufen oder ausbrechen oder was auch immer. Und in der Zelle selbst werdet ihr durch einen gleichwertigen NPC ersetzt. Und wie soll das bitteschön aussehen? Weil das Ding ist ja halt so in der Logik von Star Citizen im Persistent Universe mit dem Permadeath und dieser ganzen Geschichte, ja, wo ich halt so wahnsinnig viel Gehirnschmerz investiert habe, halt so wie man das dann halt so macht mit den Familiennachfolgern, die dann das Imperium haben und so weiter und so fort. Was soll der gleichwertige NPC sein? Eigentlich müsste es ja stringent sein, und zwar mein Piratencharakter müsste dann da festsitzen, und wenn ich respawne, müsste ich ja eigentlich eine neue Karriere anfangen mit einem neuen Charakter und mir wieder meinen Ruf erarbeiten und weil, wenn ich halt einfach auf einem Gefängnisplaneten respawne und mich freikaufen kann, dann bin ich ja mit meinem Piraten-Mannequin halt eben wieder im Verse unterwegs und kann dann theoretisch mir wieder ein Schiff besorgen und dann halt diesen Kopfgeldjäger aufspüren, bei dem ich selber noch in der Arrestzelle sitze, um mich selber dann rauszuholen, und in dem Moment implodiert das Universum. So, also es ist... Ja, wie funktioniert das jetzt genau? Das tatsächlich. Wird man halt sehen müssen. Aber wie gesagt, 3.0 soll das ja halt soweit sein. Da werden sie sich halt nochmal ein bisschen Kopf machen müssen. Ja, und da werden wir sicherlich auch mehr erfahren. Das heißt wirklich, stay tuned, was das angeht. Wir geben euch jetzt wirklich nur das weiter, was im Grunde genommen die Infos von vor einem Dreivierteljahr waren. Das ist nämlich tatsächlich schon ein bisschen älter auch, diese Frage da gewesen. Ja, aber nichtsdestotrotz wird es eben diese Möglichkeit geben, auch Leute festzusetzen und dann entsprechend auch abzuliefern. Außerdem ist noch nicht klar, und wie gesagt, das hatten wir auch schon mal gesagt, ob jetzt wirklich Spieler auf andere Spieler Kopfgelder aussetzen können. Das ist noch nicht bestätigt. Das wissen die Developer selber noch nicht. Es könnte sich halt zu einer mittelgroßen ja, bis großen Shitshow ausweiten, ja, wenn die Leute dann permanent sich gegenseitig halt so alle ja, Kopfgeldjäger, die es gibt, auf den Hals setzen. Genau. Momentan geplant ist wirklich nur, dass das eine Game Master-Entscheidung ist. Das heißt, NPCs können Kopfgelder auf Spieler aussetzen, NPCs können auch Kopfgelder auf andere NPCs aussetzen und gegebenenfalls könnte es so sein, dass bestimmte Spieler Lizenzen bekommen, um eben Kopfgelder auszusetzen, um das Ganze ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Das bedeutet auf Deutsch, ihr macht was, was Crusader Security nicht in den Kram passt, und Crusader Security sagt hier, dich schalten wir jetzt mal aus, wir setzen ordentliches Kopfgeld auf dich aus. So könnte es halt eben laufen, aber dahingehend ja, werden wir halt eben noch schauen müssen, wie sich das Ganze entwickelt, aber wir kommen jetzt einfach mal zum nächsten Kapitel, und zwar der Karriere. Mhm. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, halt so, es ist hier auch wieder
immanent wichtig, dass du dir halt ganz genau überlegst, auf welcher Seite des Gesetzes du halt stehen möchtest. Weil wie gesagt, als Grenzgänger bist du permanent halt nur am Rödeln und hast permanent irgendwie den Nacken, weil du wieder irgendwie gegen dich aufgebracht hast. Genau. Auf welcher Seite auch immer. Richtig. Es kann natürlich sehr reizvoll sein, die Aufträge aus beiden Welten anzunehmen, aber dann muss es wirklich ein Tanz auf dem Drahtseil, ob man dann wirklich auch die Reputation hat, sodass man genügend Sicherheiten eben kriegt auf der jeweiligen Seite. Unser Tipp ist da eher, wähle deine Kundschaft. Also das bedeutet, bist du jetzt eine richtige Private Security Firma, die einfach nur im Dienste der UEI unterwegs ist, als verlängerter Arm der Gesetzeshüter da eben da für Sicherheit sorgst, oder bist du eher ein Söldner, der sagt, wer am meisten zahlt, hat recht. Ja, also es wäre dann wahrscheinlich dann halt so irgendwie Crusader oder Stanton. Ja, genau. Dann nämlich so weiter, die dann halt so, dass du für die Konzerne arbeitest, die dann halt eben, sagen wir mal, dir als Söldner halt den Auftrag geben, da hinten, die Piraten gehen uns auf die Eier halt, so mach die mal weg. Oder halt, naja, da hat halt einer unserer Konkurrenten halt so seine Nase zu tief in unser Territorium gesteckt, mach den mal weg. Genau. So in dem Grunde, aber jetzt halt, also Kampfmissionen schon, aber jetzt halt nicht gezielt wie halt eben Handelsschiffe oder ähnliches zu überfallen, weil das solche Aufträge wird es wahrscheinlich dann halt eben auch geben. Mhm. Oder bestimmte Artefakte ranzuschaffen, bestimmte Technologien ranzuschaffen, die dann aber halt im Zweifelsfall gestohlen werden müssen, was dich dann halt natürlich wieder halt so mit dem Crime-Status versehen würde. Absolut, ja. Auch beim Kopfgeldjäger ist es ähnlich. Da kann man auch der verlängerte Arm des Gesetzes sein, zu sagen, da hat wieder irgendjemand wieder seine Bail-Money nicht bezahlt irgendwie. Die Kaution steht offen, den bringen wir jetzt rein. Du guckst dir am Anfang immer die Most Wanted Boards an und suchst dir halt das Ziel, was von den Behörden am lukrativsten ausgeschrieben ist, raus. Oder du sagst, ich suche mir grundsätzlich nur Ziele, die ich tot irgendwie ranschaffen muss. Das heißt, eigentlich bin ich Auftragskiller, aber natürlich offiziell ausgeschrieben. Naja, das ist natürlich so eine Sache. Im Prinzip, ein Auftragskiller wäre ja eigentlich nur wirklich jemand, der halt eben für eine große Organisation, für einen Konzern oder im Grunde genommen für ein Kartell halt Auftragsmorde begeht. Wenn dann ausgerechnet dieserjenige halt mit dem Kopfgeld tot gesucht wird, was jetzt wahrscheinlich nicht jeder ausschreiben kann, ist das ganz schön. Ja, dann passiert dir nämlich nichts. Im Grunde genommen ist es aber halt so, wenn du so einen Söldnerjob bekommst, sei dir bewusst halt so, wenn du einen Gesetzestreuen über den Haufen knallst halt so, dann ist halt so irgendwie das UEI nicht mehr sonderlich gut auf dich zu sprechen. Insbesondere, also wenn sie es mitbekommen natürlich. Aber das ist dann eben der interessante Punkt dahinter. Demnach wählt also die Fraktionen später so aus, wie sie euch dienlich sind und auf welche Seite ihr euch schlagen wollt. Grundsätzlich gilt wie immer, je höher natürlich eure Reputation ist, desto bessere, lukrativere und natürlich auch spannendere Missionen werdet ihr bekommen. Und auch gefährlichere Jobs. Ja. Das bedeutet, du musst natürlich da halt eben auch damit rechnen, dass du halt eben an NPCs oder Player gerätst, die natürlich halt so ein höheres Skill-Level haben. Dementsprechend hier, wie auch bei den Piraten, gilt zum Beispiel nicht unbedingt halt ein Einsteiger-Ding. Man muss sich halt eben rantasten und gucken halt, so, dass man sich halt so auf der einen oder anderen Seite halt langsam hocharbeitet, um halt eben an die richtig dicken Fische halt eben ranzukommen. Ja, eine Crew finden wäre da auch ein Punkt, und da kann man wirklich sagen, gerade bei Söldnern gibt es auch hier jetzt schon verschiedene Clans, Orgas und Gilden, die sich auf diesen Bereich spezialisieren wollen. Da können wir nur sagen, wie Weasen sagen würde, Obacht! Ja, denn sind sehr verschiedene Ausrichtungen da möglich. Wirklich die völlig moralfreien Söldner nach dem Motto ganz for hire, wir machen alles, solange ihr uns dafür bezahlt. Oder eben auch Söldnergruppen, wie zum Beispiel jetzt aktuell die Merc Corporation, die halt schon sehr genaue Richtlinien haben, die sagen, Piraterie fällt aus, sonstige gesetzlose Aktivitäten fallen bei uns aus. Nichtsdestotrotz sind wir eben Söldner, aber eher im Sinne eines Sicherheitsdienstes, denn einer Söldnerarmee. Schaut euch also genau um und guckt euch da an. Wie gesagt, Merc wäre jetzt auf jeden Fall ein positives Beispiel, wo man sagen kann, die haben klare Richtlinien. Aber wer weiß, vielleicht wollt ihr da auch wirklich in die Grenzgänger- oder Outlaw-Richtung mitgehen. Das ist ja euch überlassen. Kann man machen, welche Seite auch immer es wird. Ja. Höchstwahrscheinlich wird sich da eine ganze Menge Geld mit verdienen lassen. Ja. Vor allen Dingen dann halt so in den höheren Rängen mit den interessanteren Missionen, die aber auch gefährlicher werden. Was halt eben genau dieses Ding halt ist, du wirst halt viel Geld verdienen können, wird aber halt eben auch teuer werden, weil wenn du halt alleine bist, du musst selber dafür sorgen, dass dein Schiff betankt ist, du musst es reparieren, du musst die Munition besorgen, du musst immer up-to-date bleiben, wie, wo kann ich jetzt hier jemanden hochnehmen, wer wird gesucht, wo finde ich den, diese ganze Nummer halt für einen alleine ist halt schon echt ein Vollzeitjob. Ja, und es geht vermutlich viel kaputt dabei, zwischenzeitlich, immer mal wieder. In Kampfeinsätzen passiert das hin und wieder.
wieder, dass halt irgendwo mal ein Loch drin ist. Ja, so ist es. Das heißt, das muss natürlich bezahlt werden. Unter Umständen bei Söldnern ist es wiederum auch so, dass man vielleicht ein relativ eintöniges Missionsbild hat, gerade am Anfang, wenn es viele Escort-Missionen sind, Geleitschutzmissionen und einer aus fünf passiert dann auch mal wirklich was. Ansonsten fliegt man eigentlich durch die Dunkelheit des Weltraums. Ist halt die Frage, ob man das dann auf die Dauer halt so machen möchte. Und Kopfgeldjagd, möchte ich dazu sagen, ist unserer Meinung nach ein sehr gefährliches Hobby. Ihr solltet euch wenn und dann ganz dafür entscheiden, denn da wird man auch spezialisierte Ausrüstung für brauchen. Exakt. Zum einen natürlich halt, wie gesagt, also die Advocacy-Tools. Du brauchst ein entsprechendes Schiff, wo du die Leute halt eben lassen kannst. Es sei denn halt so, du würdest sie wirklich umnieten. Dann sei dir aber bewusst, dass halt natürlich halt so diese Leute nicht alleine sein werden. Ja. Dementsprechend ist es für einen alleine, der sich dann auf einmal einen Haufen von fünf gegenüber sieht und halt so der Chef sitzt hin und schickt erstmal seine Goons nach vorne, die du halt eben erstmal als erstes glatt machen musst. Klingt für mich eigentlich auch schon wieder eher nach einer Sache für eine Gruppe. Ja, und da kommen wir jetzt auch zur letzten Kategorie, nämlich der Crew. Tatsächlich wird die Söldnerkarriere am Anfang eine Möglichkeit sein, auch alleine und als Lone Wolf unterwegs zu sein. Das heißt, mit einer Superhorde zum Beispiel oder einer Vanguard, die halt auf längere Reichweite ausgelegt ist und in genug Feuerkraft mit sich bringt, wird man sicherlich bei der ein oder anderen NPC-Mission sagen können, ja, ich fliege mit, oder auch Spielermissionen sagen, ja, ich bin noch ein zusätzlicher Mann, hier könnt ihr mich aufnehmen. Gute Möglichkeit, erstmal Geld zu verdienen, aber das Spektrum ist begrenzt. Das heißt, ihr werdet ab einem bestimmten Punkt eben nicht mehr die lukrativen Jobs kriegen oder die großen Jobs, um dann eben auch in einem Team zu fungieren. Da wäre der Söldner-Trupp dann sinnvoller. Richtig, allerdings ist da halt eben auch so, dass man darauf achten muss, halt so, naja, bringt die Mission denn genug halt so, dass ich Leute davon bezahlen kann, weil ich meine, gut, weißt du, dann stürze ich mich zu fünft, hochgerüstet bis zum Get-No, auf halt einen NPC, der mir am Schluss halt 9000 UEC bringt, ja. Und dann sagen wir, okay, jetzt durch fünf, Nicht so schön. Okay, kann ich mir eine Jacke von kaufen? Also hat es jetzt halt irgendwie nicht so richtig gebracht. Ja. Dementsprechend sind da natürlich die höheren Missionen halt interessant, die halt aber eben auch wesentlich schwieriger und gefährlicher werden. Richtig. Bei Kopfgeldjägern ist unsere Spekulation zum Beispiel, dass es zwar auf der einen Seite diesen Lone Wolf, den Boba Fett quasi geben wird, der alleine durch die Gegend zieht und eben versucht, Kriminelle zu jagen oder eben für andere Kriminelle irgendwie Kopfgelder einzubringen. Aber unsere Spekulation ist, dass es sich wahrscheinlich eher um kleine Gruppen handeln wird, so von 3 bis 5 Leuten, kleine Teams, spezialisierte Teams, die dann eben auch wirklich hochgerüstet auf bestimmte hochklassige Ziele losgehen, gerade um das Schiff eben dann kampfunfähig zu machen, um jemanden im Boarding-Einsatz da rauszuschleppen, wird man vermutlich ein paar mehr Leute brauchen müssen. Aber das wird sich dann noch zeigen, das ist ja auch euch überlassen, wie ihr das Ganze spielen wollt, denn kampferfahrene NPCs werden auch teuer werden. Ja, sicherlich, vor allen Dingen, also wie gut werden die dann wieder, ist ja auch wieder die Frage. Ja, Chris Roberts hat gesagt, naja, ich kann mein Schiff mit NPCs vollpacken und dann werde ich es operieren können. Ich werde auch ein bisschen kämpfen können, aber ich werde einer menschlichen Crew immer damit unterlegen sein. Das heißt, natürlich wirst du halt eben NPCs anheuern können, um das dann halt zu einer Kopfgeldmission zu machen. Man wird halt eben sehen, wie erfolgreich das laufen wird. Gerade halt so irgendwie am oberen Ende der Skala wirst du wahrscheinlich damit nicht mehr so viel Erfolg haben. Ja. Weil du dich halt immer Spielern gegenüber sehen wirst. Ja. Und daher euch an euch dann wirklich so ein bisschen die persönliche Charakterentscheidung. Bin ich eher der Lone Wolf? Will ich mich damit durchsetzen? Wird ein harter Kampf, aber wird möglich sein? Oder bin ich dann eher der Teamplayer? Das wird sicherlich ein bisschen einfacher sein, wenn man eben gut mit seinem Team zusammenarbeiten kann. Zusammengefasst, im Fazit können wir sagen, Söldner und Kopfgeldjäger werden beide sehr, sehr spannende und sehr beliebte Karrieren in Star Citizen darstellen. Mit der Alpha 3.0 sollen sie dann ins Spiel kommen. Insbesondere natürlich für PvP und PvE interessierte, kampfinteressierte Spieler. Definitiv. So kann sich halt zum Beispiel ein Spielerorga, wie vorhin schon mal so angedeutet, einfach halt noch mal ein paar ganz vor Haier hoch dazu holen, um einfach halt einer größeren Orga auf den Leib zu rücken oder halt so einer größeren Piratentruppe den Gar auszumachen und ihm fehlt die nötige Feuerkraft. Auf der anderen Seite hattest du auch noch eine ganz interessante Idee. Ja, na klar. Also ich kann mir gut vorstellen, ein mögliches Szenario für ein Kopfgeldjäger-Team wäre zum Beispiel wirklich als eine investigative Truppe durchzugehen, auch gerade sich storymäßig NPCs vor Missionen vorzustellen, wo man sagt, wir suchen jetzt über 5 Systeme durch verschiedene Hinweise so einen Meisterkriminellen und dann man wirklich sucht und einzelne Hinweise zusammensetzen muss, um zu gucken, da wurde er gesehen, hier ist ein Schiff von ihm aufgetaucht, bis man dann irgendwann den Showdown hat und ihn dann wirklich eben zur Strecke bringt, im wahrsten Sinne des Wortes, also quasi einfängt und den Behörden übergibt. So, das wäre nämlich halt so ultra geil, ja, Detektiv-Story in Space. Ja. Und wenn man sich überlegt, wie viel
Mühe CIG halt in die Lore halt von Assassin steckt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass halt genau solche halt so Questen dann halt eben im Universum verteilt werden, die man dann halt mit mehreren Leuten abfeiern kann, um halt eben Bars abzufilzen, nach Informationen Systeme zu durchkämmen oder halt eben, weiß ich nicht, einen weiteren Kopfgeldjäger auf den anzusetzen, das Schiff zu verwanzen, um das dann zu tracken und so weiter und so fort. Das wird cool, das ist dann wirklich so eine Sherlock Holmes meets irgendwie Reno Reigns, ne? Das ist so die Mischung dann von den beiden. Das andere war doch dieser komische Kopfgeldjäger mit seiner Shopper da, dieser Serie. Ne? Oder einfach Blade Runner, wenn man schon mal halt bei dem Cypher-Szenario sieht. Da hast du recht. Ja, also von daher, schreibt uns in die Kommentare, was ihr so für Ideen vielleicht habt, ob euch das interessiert, diese beiden Karrieren natürlich. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Abonniert den Channel an sich, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, wie es bei Star Citizen weitergeht. Denn auch hier bei dieser Mechanik wird sicherlich noch viele Updates kommen bis zur Alpha 3.0. Ja, und wenn ihr uns als YouTube-Creator für Star Citizen unterstützen wollt, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil, das würde uns besonders freuen. In diesem Sinne, wir beide verabschieden uns. Dozer und Sawyer sagen bis zum nächsten Mal. See you on the flight deck! Das war synchron. Ja.